Ja, ist ein komisches Gefühl auch von vornherein. Die Jungs machen es mir natürlich auch nicht leicht, ne? Und ja, war schön. Ich hätte mir keinen besseren Verein aussuchen können, um so meine aktive Laufbahn zu beenden. Das war eine schöne Zeit hier. Ja, wir sind, ist immer schade, wenn man das immer personell alles erwähnen muss, aber wir sind natürlich auf den letzten Felgen hergekommen mit Chris Lavan auf der Bank, der ja heute sein erstes richtiges Spiel sozusagen 25 Minuten hatte, Co-Trainer auf der Bank. Das war alles nicht optimal, sehr viel angeschlagene Spieler, die von Anfang an gespielt haben. Ja, von daher waren wir vielleicht auch nicht mehr drin heute und haben auch nicht unser bestes Spiel gemacht insgesamt. Ja, sehr ausgeglichen. Wir hatten ein paar mehr Chancen in der ersten Halbzeit. Ja, Konor hat eigentlich seine Chancen gut genutzt oder die eine, die sie hatten. Hat noch ein, zwei gute, aber wir hatten auch bestimmt vier, fünf gute Chancen. Mit ein bisschen Glück gehen wir hier mit 2-1 vom Platz. Genau, ich hör auf, weil ich mich beruflich verändere und kann dann nicht mehr abends so viel zum Training. Und das ist dann auch okay, ich bin 32 und irgendwann muss man dann auch den Abschwung finden. Ja, wir werden immer mit allem, was geht, reingehen. Haben wir auch heute versucht. Also sie sind da viel gelaufen, haben es versucht. Es hat nicht alles geklappt und das war auch nicht alles optimal, aber das Wollen werde ich Ihnen nie absprechen. Wir gehen jedes Spiel an, um es zu gewinnen. Wir haben auch noch einmal ein ziemliches Highlight-Spiel sozusagen vor der Brust mit dem Mariendorfer SV, weil da geht es noch richtig um was für die Liga und da sind wir uns auch bewusst, dass wir da auch eine Verantwortung haben. Nächste Woche letztes Heimspiel gegen Buchholz. Also wir sind schon noch dauernd motiviert und wir haben auch noch Punkteziele, von daher werden wir das voll durchziehen. Ja, wir schaffen es immer, 11 Mann auf den Platz zu kriegen und die reißen sich halt zusammen und versuchen als Team da die Punkte zu holen. Und meistens klappt es ja ganz gut, dass wir ein gutes Spiel abgeben.